Moin und willkommen zurück hier bei Far Cry New Dawn, dem Neuanfang. Und wir sind auf dem Weg zu diesem Bunker, den uns der Richard hinterlassen hat anscheinend. Und da sollen wir irgendwas holen. Ich habe vergessen, was es war. Die eigentliche Mission steht links oben, begib dich zum Kohlebergwerk. Aber wie gesagt, wir müssen erstmal den Bunker... Ach, das ist da hinten. Okay, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Ist egal. Ich würde gerne hier mal reinschauen, denn... Huch, nein, das wollte ich ja gar nicht. Ach, verdammt. Genau, und außerdem möchte ich meine Kettensägen wieder zurückholen. Ich wollte eigentlich diesen machen hier. Genau. Öffne Safes mit Fernzündsprengstoff oder erwirb den Vorteil Schlösserknacken und Schweißbrenner. Okay, Überlebensratgeber, was soll das sein? Mal gucken. Ach so, das sind die Tipps, die man kriegt, wenn man... Ah, alles klar, okay. Die kennt man. Ich glaube, das wird sich nicht geändert haben zum Teil 5. Zum Teil 5, das ist... Klingt komisch, als wenn das hier ein neuer Teil ist. Ja, ich muss irgendwas freischalten. Kann ich... Habe ich Dynamit? Guck mal gerade mal nach. Ob ich... Nee, halt nicht hier. Müsste doch auch hier zu sehen sein, oder? Molotov-Cocktails? Nee, habe ich nicht. Muss ich wahrscheinlich erst herstellen. Ist der das schon wieder? Ich glaube, das ist der schon wieder. Ja, ich... Warte mal. Was ist denn das hier? Nehmen. Audiophil. Nebenmission. Ja, machen wir noch nicht. Machen wir später. Wird dann... Ich lasse mich sowieso ablenken wieder ohne Ende. Das weiß ich. Das ist jetzt schon der Fall. Man sieht's ja. Oh. Irgendwo ist hier eine Klapperschlange. Habe ich einen Knüppel? Ich brauche einen Knüppel. Kann ich den denn... Ist auf der 6, okay. Falls die mich angreift, muss ich mich wehren. Plündern. Hier ist auch noch was. Wo ist die denn? Das ist natürlich alles bewaldet hier, alles bewachsen. Man sieht... Wie kann man die nicht so... Ach, verdammt. Oh, bin ich Schreck bekommen. Meine Fresse. Du kannst hier heute gegen eine hübsche Menge Herstellungsmaterialien eintauschen. Ja, wunderbar. Es wird helle. Und ich gehe erstmal hier rüber. Oh, ich werde mich so ablenken lassen wieder. Aber warum nicht? Oh. Wieder ein Wespennest. Und was zu plündern. Und den Safe, den... Ah, scheiße, Mann. Den Safe würde ich auch gerne... knacken. Verblasste Seite. Im ganzen County gibt es nicht mehr einen einzigen funktionierenden Motor. Benzin gibt es einfach nicht mehr. Aber irgendwie muss es doch möglich sein, dass Motoren auch mit Holz und Kohle laufen. Und ich werde das höchstpersönlich herausfinden. Ich habe meine Vorräte auf der anderen Seite vom Weg verrammelt. Und da sind sogar ein paar Songs auf dem Player, um die Zeit totzuschlagen. 3 Jahre Kollaps kriegen mich nicht klein. Schnallt euch an. Hier kommt ein Mädel, das anpacken kann. Okay. Den Player haben wir jetzt schon, oder? Ja, den haben wir. Aber warte mal, ich... Da ist doch noch was. Achso, das ist ja safe. Ah, ist klar. Wo waren denn diese Bösewichte, die ich da... Ich würde gerne meine Kettenblätter wieder... Kettensägeblätter wiederholen. Wo war denn das nochmal? Warte mal, ich muss mal kurz auf die Karte schauen. Das müsste doch eingezeichnet sein hier, oder? Pechsteine. Das. Zockerfarm. Genau, das war das. Da müssen wir hin. Da möchte ich hin. Das ist, da. Betritt den Bunker. Ah ja, das müssen wir auch noch machen. Aber ist die gleiche Richtung. Ist die gleiche Richtung. Ah, hier steht wieder so ein Moped rum. Ist das nicht unser? Nee, ist nicht unser. Plünde den Arsgeier, um wertvolle Gegenstände zu finden. Was für ein Arsgeier? Von Ärger wegrennen. Wenn du welche siehst, mach sie kalt und nimm dir ihre Rucksäcke. Da wird viel drin sein, was du gebrauchen kannst. Meint die das hier? Meint die den, Heini? Hey, Cap. Asuka, ja. Zu bekämpfen ist kein Kinderspiel. Wenn du dich einer Übermacht gegenüber siehst, kannst du bessere Waffen mit Ressourcen herstellen. Du findest sie in Hope County. Und vergiss nicht, die Leute in Prosperity helfen dir so gut sie können. Wir werden dich nicht enttäuschen. Ich versuche mich mal ranzuschleichen.
Oh, der ist schon fast platt. Dürfte also kein Problem sein. Takedown gesperrt? Vorteil benötigt? Machen wir das so. Ich werde gern mal plündern, tauschen. Genau, die Keule gegen Panzertape, Schwarzpulver. Kamina. Cam. Ich habe gerade überlegt, was ich für einen Kurznamen nehmen sollte. Cam. Könnte ich doch nehmen. Klingt jetzt nicht spannend, aber ist eine Option. Denke ich. Ja. So. Yucca-Palme. Captain, die Highwaymen entführen unsere Leute und bringen sie zu ihrer Munitionsfabrik. Halte da alle gefangenen Transporter auf, die du siehst, und befreie die Geiseln. In diesem Kampf wird einfach jeder gebraucht. Hä? Warum schießt sie einfach so? Da ist die Maus, ich sehe dich. Oh. Hier sind zwei sogar. Okay. So. So, plündern. Ah, sehr schön. Panzertape. Panzertape. Dahin, genau. Und Sticky sammeln. Sieht so ein bisschen aus wie bei The Forest hier. Natürlich, es ist Wald. Soll da anders aussehen. krieche ich? Ja, ich krieche. Ich weiß, warum laufe ich so komisch? Oder? Nö. Doch nicht. Ja, genau, hier wollte ich nochmal her. Genau. Das da hinten blinkt irgendwas. Auch ein Pflänzchen wahrscheinlich. So. Ich habe gar keine Ausdaueranzeige, oder? Aber ist, warum auch? Ist doch nicht so tragisch, denke ich. Da ist noch ein Silo. Und hier schauen wir uns mal um. Ich sterbe noch nicht. Mach mal kurz den Wegmarker weg hier. Genau. Das gerade ja gelöscht wird, wenn man drüber läuft direkt, wenn man vor Ort ist. So, noch was zu lesen. Highwayman-Notiz. Kram, den Leute dem Haus versprochen haben. Open Mic, eine Flasche Ethanol, zweimal Reifen. Lil Reggie, okay, das kann man ja so durchlesen, denke ich, das muss ich nicht. Ist eine Inventarliste, so ähnlich wie eine Inventarliste. Okay. Na, das wird nichts. Aber der hält an, oder? Oh, was? Vielleicht kannst du sie ihnen wegnehmen. Das könnte sich lohnen. Fuck. Das war komplett dämlich. Oh. Oh, Madame ist. Moment. Ja, komme. Was ist mit dir passiert? Und was habe ich getan da hinten? Ich habe den Grill angeworfen. Lassen wir die mal weiterfahren. Oh. Noch nicht. Pilums, Pilums! Alter, das ist so geil, das Teil. Mein werde ich nicht. Was haben hier eure Leute vor 17 Jahren schon erzählt? Die sind friedlich, okay. Gibt's hier irgendwas? Wo ist denn der? Da unten. Oh, Sniper! Uiuiui! Du bist so gut wie tot! Kamina macht das automatisch, das ist wunderbar. Einerseits. Andererseits hoffe ich, dass sie, wenn denn irgendwas sneaky erledigt werden soll, dass sie dann ruhig ist. So, wie kann ich den? Der ist nicht mehr gemarkert, warum? Kamina, kannst du das mal. Dankeschön. Warum? Alter, was für ein. Sie fährt extra hin. Wie geil. Huch. Sie fährt da extra hin, oder? Was macht sie? Naja, sie wird schon klarkommen. Was ist das für eine Knarre hier? Ich kann nur tauschen, das ist doof. Ich muss mir wahrscheinlich einen zweiten Waffenplatz freischalten. Okay, ich lasse mich ablenken, aber das ist. Da oben ist glaube ich auch noch was. Kann ich da hoch? Nee.
Aber hierüber vielleicht. Ja, wunderbar. Das ist nur nichts. Ich würde gerne hier rein. Kann ich hier... Ja. Hier geht's aber nicht rein, oder? Hier geht's leider nicht rein. Da ist noch irgendwas. Keine Ahnung. Wie zugewachsen das ist hier. Ja, ja, ja. So, einmal plündern. Ja. Hier ist nichts. Nee. Da drüben beim Silo wollte ich nochmal schauen. Hier liegt ein altes Auto. Alles ist schon geil gemacht. Vielleicht sind wir dieses Auto schon mal gefahren in Far Cry 5. Wer weiß das? Kann durchaus sein. Oder das hier. So, wie ist das eigentlich? Ich hab doch hier Leute umgesammelt, oder? Mit meiner 12 Dingens habe ich. Da oben ist was. In der Nähe befindet sich ein Kletterpunkt. Schalte den Kletterhakenvorteil frei, um ihn zu benutzen. Ja, ich muss mal gerade mal. Vorteile. Ich habe 2 Punkte. Ich muss mal gucken. 2 könnte ich freischalten. Warte mal, ich guck gerade mal, wo hier Schlösser knacken. Das wäre natürlich jetzt optimal. Kostet aber 6. Warte mal. Verschicklich bewaffnet und bereit. Lade nach. Bla 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 bla. Ich würde gerne mehr Lungenkapazität. Wer bewaffnet? Trage eine 4. Waffe. Wo ist denn die zweite erstmal? Habe ich jetzt schon 3 Waffen? Ja, die Pistole, den Werfer und die Keule, oder? Ist das damit gemeint? Ich glaube ja. Ja, aber das kostet das Ding. Das kostet. Nee, hier, trage eine 3. Waffe. Kostet 2. Das könnte man schon freischalten. Aber ich würde gerne den Kletterhaken. Der würde jetzt gerade in dem Moment gut passen hier. Dann ich mach den mal. So. Fums. Den habe ich jetzt. Ja, wunderbar. Dann klettern wir mal hoch. Das wird sich ja nicht geändert haben mit der linken Maustaste. Nein. In Hope County gibt es viele Leute, die bereit sind zu handeln. Für viele von uns ist das die einzige Möglichkeit zu überleben. Wenn du Leute mit Rucksäcken herumlaufen siehst, kann es nicht schaden, nachzufragen, was sie dabei haben. Okay. Oder was sie dir für deine Sachen geben würden. Da ist schon einer. Ja, wunderbar. Ich bin mir nicht sicher. Ich könnte ja schon mal was verkaufen. Irgendwas war sogar schon voll, glaube ich. Sinken. So. Ich kann mal da zu dem hingehen. Hallo. Moin, Sir. Alistair, ich hoffe, Kim kriegt Prosperity wieder hin. Jedenfalls wird sie viel Hilfe brauchen. Tauschen? Munition nachfüllen? Nee. Beute eintauschen? Was habe ich denn? Ich habe die Schlangenhaut, ja. Was kriege ich denn damit für? Mal gucken. Komponenten, 60 Komponenten? Ja, cool. Habe ich sonst noch irgendwas? Glaub nicht. Mann! Nee, Fische können wir auch angeln. Fische. Kampfvorräte. Habe ich das? Das habe ich, oder? Ja, genau. Erforderliche Materialien. Okay, die kann ich erwerben hier. Ziemlich fummelig herzustellen, lohnt sich aber. Nee, das, ich denke mal, da müssten wir eigentlich immer genug finden, oder? Ich habe noch nie Munition kaufen müssen. Okay, so. Ja, ich versuch's. Danke. Ein paar Jahre nach dem Kollaps war es am schlimmsten. Das Dosenessen war alle. Der Boden zu vergiftet für Landwirtschaft. Fast alle Überlebenden, die ich kannte, sind elendig verhungert. Ein Wunder, dass überhaupt jemand überlebt hat. Ja. Ja, das ist wohl wahr. Wir müssen noch in den Bunker. Oder? Ja, ich glaube, wir müssen noch in den Bunker. Steht zwar nicht mehr da links oben, aber ich glaube, das steht noch offen. Einige Tiere tragen ihre Beute aus. Nein! Was ist das? Nö. Ein Wildschwein! Huch, nein! Ah, scheiße, ich wollte das. Ah, jetzt habe ich ja eins verschossen. Ich muss das Ding hin, wahrscheinlich in den Boden, oder? Da, was?
Was war? Hä? Ist egal. Halt, wo müssen wir denn da hin? Da ist das. Einige Tiere tragen die Beute in ihre Dingens. Ja, mehr habe ich nicht lesen können. Wildschwein, Rang 2. Da hinten ist es. Glaube ich. Wir müssen eh in die Richtung, also passt das. Liegt auf dem Weg. Ist das überhaupt ein Wildschwein? Ach nee, das sind die Plünderer hier, die Leichenfledderer. Ja, eigentlich können sie einem nur leid tun. Ich nehme meine Keule raus. Ich meine die hier. Die. Kann ich pfeifen? Hm. Was wird eigentlich, wenn ich eigentlich auf den zugehe? Ich fange ja an zu ballern. Hallo? Hm, dasselbe Geräusch. Upsala, der hat auch eine Keule. Allalalalala. Bumsala, nimm dies und nimm das und nimm das. Bumsala. Der hätte mich da angegriffen, oder? Hätte mich angegriffen? War das jetzt gerechtfertigt, was ich gemacht habe? Hm. Glaub schon, oder? Ich glaub schon. Da hinten qualmt's. Da hinten qualmt es. Und ich muss unbedingt ein Fernglas looten. Herstellen. Vermutlich herstellen. Vielleicht auch irgendwo looten. Mal gucken. So, wo ist denn jetzt das? Genau, da steht's. Begib dich zum versteckten Bunker. Machen wir. Der ist wahrscheinlich hier irgendwo. In Fels gemeißelt. Da hinten, oder? Ist er das? Ist er das? Das werden wir herausfinden, ob er das ist. In der nächsten Folge von Far Cry. New Dawn. Und vielleicht können wir ja in der nächsten Folge schon mal angeln. Das sieht so cool aus hier. Ich möchte angeln. Und so weiter. Ja, bis zum nächsten Mal hier. Wie gesagt, Far Cry New Dawn. Ciao.